NABV-Trainingslehrgang mit Dieter Gerke, Stützpunkttrainer. Patrick Korte vom Sportclub Vogelheim mit Verbandstrainer Herbert Out. Vorstellung der T-Shirts für die Betreuer. Trainingsabend am 7.2.2001. Patrick Korte mit einem Gastboxer von Kanab Delwig. Daniel Bartsch am Sandsack. Schatzmeister Andreas Heumann mit Barbara Quinke. Peter Hoffmann an der Birne. Bei der Bezirksvorrunde in Essen-Kanab am 10.02.2001 boxte Daniele Leone vom Sportclub Vogelheim, betreut von Karl-Heinz Wolf. Sein Gegner war Sinan Akka, PSV Düsseldorf. Ringrichter Werner Schäfer. Der Trainer Karl-Heinz Wolf vom Sportclub Vogelheim warf das Handtuch für Daniele Leone. Daher Sieger in der ersten Runde durch Aufgabe Sinan Akka, PSV Düsseldorf. Im zweiten Kampf boxte Sven Breuers, Sportclub Vogelheim, gegen Roadu H. Jai Tus Geresheim. Ringrichter Klaus Beckmann. Der Trainer Karl-Heinz Wolf betreut Sven Breuers vom Sportclub Vogelheim. Sieger durch RSC in der dritten Runde wurde Roadu H. Jai Tus Geresheim. Im Finalkampf der Bezirksmeisterschaft am 17.02. in Wuppertal-Barmen stand sich gegenüber Ismet Bozan, Sportclub Vogelheim, gegen Daniel Jährig, Rommerskirchen. Der Kampf fand im Schwergewicht statt. Betreut wurde Ismet Bozan vom Trainer des Sportclub Vogelheim, Franz Stahlschmidt. Der Trainer Karl-Heinz Wolf unterstützte den Trainer Franz Stahlschmidt, Sportclub Vogelheim, bei der Betreuung von Ismet Bozan.
Der Ringrichter Hans Hermann Sangen und der Ringarzt begutachten die blutende Nase von Ismet Bozan. Sieger durch Verletzung von Ismet Bozan wurde Daniel Jährich Rommerskirchen. Karl-Heinz Wolf, Ismet Bozan und Franz Stahlschmidt. Karl-Heinz Wolf, Ismet Bozan und Daniel Bartsch. Ismet Bozan ist natürlich traurig, da er durch Verletzungen den Kampf verloren hat. Franz Stahlschmidt vom Sportclub Vogelheim als Ringrichter in einem Einlagekampf. In diesem Frauen-Einlage-Boxkampf boxten Andrea Mittler als Frau Wuppertal gegen Magdalena Delecki, Boxring Hilden. Der Kampf fand ohne Wertung statt. Werner Schäfer, siebenfacher deutscher Meister, überreichte Pokale an die Frauen.